Hallo, heute sind wir im Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf. Hier befinden wir uns bei unseren Trigonostigma somphonsi. Das sind unsere Siamwerblinge. Die haben eine sehr interessante aquaristische Geschichte hinter sich. Und zwar bis 2006 ist man davon ausgegangen, dass die ausgestorben sind mittlerweile. Da hat man dann allerdings in einem kleinen Import von Boraras urophthalmoides, das ist eine weitere Zwergwerblingsart aus Südostasien, hat man ein Trio von dieser Fischart tatsächlich unter den importierten Tieren gefunden. Die wurden dann natürlich auch direkt von fähigen Leuten vermehrt und da hat sich ein ganzer Aquarienstamm gebildet. Bis 2014 ist man davon ausgegangen, dass es wirklich dann auch extinct in the wild, also wirklich nur in Menschenhand noch lebendig ist. 2014 wurden sie dann aufgrund ihrer besonderen Brutbiologie quasi wieder entdeckt. Und zwar ziehen die in den Zeiten des Monsuns und in diesen ganzen Regengüssen, ziehen die zur Brutpflege oder zur Vermehrung in die Reisfelder ein. Während dieser Wanderung hat man die dann in der Natur quasi 2014 wieder entdeckt. Und dann gab es neue Importe, um den genetischen Pool aufzustocken. Und da seitdem ist die Art auch wieder ganz gut gesichert quasi. Trotzdem zählt sie immer noch als critically endangered, also immer noch mit Vorsicht zu behaupten. Die Besonderheit bei denen zum Beispiel ist, die sind sonst, dass hier die Weibchen sind die etwas größeren Tiere, die etwas voller aussehen, und die kleineren, schlankeren Tiere sind die Männchen. Ursprünglich die Färbung ist wie bei den Weibchen, einfach dieser Strich an der Seite. Die Männchen verfärben sich allerdings zur Paarungszeit sehr rötlich. Man sieht das hier so ansatzweise schon bei den Männchen, dass sie so leicht rötliche Farbe um ihren Strich drumherum und um den Seitenstrich bekommen. Wenn man das sieht, dass das so losgeht, dann fängt man an, dass man größere Wasserwechsel mit vollentsalztem Wasser oder Osmosewasser macht. Dadurch senkt man dann den pH-Wert auch gleich. Man kann auch gerne ein bisschen ansäuern, so machen wir es hier mit Torfextrakten bzw. auch mit Erlenzapfen und sowas. Und dadurch werden die dann wirklich in diese Laichstimmung versetzt. Die meisten Zwergwerblinge und so sind eher so Dauerlaicher und Freileicher. Bei denen ist es etwas anders. Das Weibchen begibt sich unter ein Blatt, wird von dem Männchen durch Tanzbewegungen hingelockt und das Männchen umschließt das Weibchen quasi mit seinem Körper und dann laichen die unter dem Blatt ab und sind quasi Haftleicher. Normalerweise, wie gesagt, eher Freileicher und in Moosen oder sonstigen oder auch im Mulm und so weiter wird abgeleicht, aber bei denen ist es halt etwas anders. Ja, und man sollte dann, um die Aufzuchtrate zu erhöhen, die Eier absammeln, beziehungsweise die Pflanzen, wir haben die hier auch so aufgebunden auf Steine, sodass man die leicht wieder entfernen kann. Weil sobald die geleicht haben, sind Zwergwerblinge in der Regel sehr freudig darin, ihre eigenen Eier zu verspeisen. Und ja, darum sammeln wir die halt ab. Und hinter den Kulissen kommen die dann in ein Zuchtbecken, werden separiert aufgezogen. Und es reicht meistens schon, also die wachsen sehr schnell. Wir hatten das, meine ich, bei unserem ersten Nachzuchtversuch hatten wir das schon, dass die nach 3 Wochen ungefähr schon so groß waren, dass die Alttiere ihnen nicht mehr gefährlich werden oder hätten werden können. Wir haben sie trotzdem noch länger draußen gelassen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Aber wenn die durch diese ersten Tage durch sind und die ersten Nahrung gefunden haben und dementsprechend dann auch gewachsen sind, ist es eigentlich recht sicher, dass die dann auch im Haltungsbecken quasi groß werden. Und noch eine Kleinigkeit kann ich zeigen dabei. Werblinge der Gattung Trigonostigma haben im Süßwasser das einzige wirklich echte Schwarmverhalten. Man kennt ja Schwarmverhalten zum Beispiel von Salmlern aus Südamerika und so weiter, aber es ist alles nicht genau das gleiche. Die einzigen, die mir da noch einfallen würden, wären die Rotkopfsalmler. Bei denen ist es wirklich, wenn man sich hier bewegt, man muss nur die Bewegung an, einer zieht nach links rüber und alle folgen. Und es ist immer, egal in welche Richtung ich gehe, die schwimmen genau in die andere und sobald einer sich bewegt, bewegen sich alle. Und das findet man sonst nur im Meerwasser bei Heringen, Sardinen und so weiter. Also in dieser Ausprägung ist es im Süßwasser so gut wie nirgendwo anders zu finden.
Für den Aufzuchterfolg ist es bei dieser Art auch recht gängig, dass man eher mehrere Männchen mit weniger Weibchen ansetzt, weil dieses Treiben, was die Männchen machen in ihrem Balzverhalten, dass sie sich gegenseitig imponieren und die Weibchen vor sich herscheuchen, ist ein Teil des Laichrituals bei denen. Somit zählt es auch zum, ich sag mal, laichwillig Bekommen des Weibchens dazu. Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr in Zukunft kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.